Spielplatz. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Dein Deutsch ist schon auf einem guten Niveau, aber du möchtest noch besser sprechen. Wer möchte das nicht? Es gibt aber ein Problem. Du hast keine deutschen Freunde oder keine Möglichkeit, im Moment einen Deutschkurs zu besuchen. Man kann doch das Sprechen nicht alleine üben. Oder doch? Doch, man kann das. Und genau das zeige ich dir in meinem heutigen Video. Wenn du alleine Sprechen üben möchtest, ohne viel Zeit und Geld zu investieren, dann habe ich eine tolle Übung für dich. Lass uns direkt beginnen. Los geht's! Wenn du übrigens nicht weißt, wie dein Sprachniveau aktuell ist, dann mach doch meinen kostenlosen Einstufungstest. Hier ist er. Dieser Test zeigt dir auch, ob du eventuell Grammatiklücken hast. Und diese Lücken sollten rechtzeitig geschlossen werden. Mach also den Einstufungstest und schreib dein Ergebnis in die Kommentare. Mein Sprachniveau ist C2. Und wie ist dein Sprachniveau im Moment? Wenn man generell Angst vor dem Sprechen hat, dann sollte man sich vielleicht fragen, woher diese Angst kommt. Verstehst du immer noch nicht manche Grammatikthemen? Fehlt dir vielleicht der Wortschatz? Oder bricht bei dir die Panik aus, wenn du spontan sprechen musst? Stell dir bitte diese Frage. Wenn es am Wortschatz und an der Grammatik liegt, dann solltest du wissen, dass ich auch intensive Online-Kurse anbiete. Es gibt mittlerweile meinen A2-Kurs, meinen B1-Kurs. Bald kommt auch mein B2-Kurs raus. Vielleicht ist er schon draußen, wenn du dir dieses Video anschaust. Und mein C1-Kurs ist auch geplant. Es gibt Wartelisten für die letzten zwei Kurse. Wenn du dir aber dieses Video erst später anschaust, dann sind sie vielleicht schon veröffentlicht worden. Wenn du Fragen zu meinen Kursen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare unter diesem Video. Und wir fangen an. Heute sitze ich nicht am Schreibtisch, ich sitze hier auf meinem Sofa und du solltest es dir auch bequem machen. Also komm, setz dich neben mich. Heute bist du quasi bei mir zu Hause und wir lernen zusammen, so wie es sich unter guten Freunden gehört. Okay? Diese Übung eignet sich besonders gut für fortgeschrittene Deutschlerner, also für B2, C1 und C2. Bist du vielleicht auf einem dieser Niveaus? Wenn ja, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben in die Kommentare schicken. Dann weiß ich ganz genau, wie viele fortgeschrittene Zuschauer ich habe. Und jetzt stell dir mal eine Frage. Was fällt uns in der Regel schwerer? Einen gut vorbereiteten Vortrag zu präsentieren oder eine spontane Rede zu halten? Natürlich ist es schwieriger, wenn man spontan sprechen muss. So geht es mir zumindest. Man muss gleichzeitig auf viele Dinge achten. Man muss sich gleichzeitig auf vieles konzentrieren. Sowohl auf den Inhalt als auch auf die sprachliche Komponente. Und diese bleibt oft auf der Strecke. Auf der Strecke bleiben bedeutet vernachlässigt werden. Wir konzentrieren uns einfach zu sehr auf den Inhalt und achten vielleicht nicht so auf die Grammatik und auf die Wortwahl. Also, das wird heute geübt. Noch etwas ganz Wichtiges, bevor du mit der Übung beginnst. Wenn du gleich sprechen wirst, nimmst du auch ein Audio von dir auf. Warum? Du übst ja alleine, niemand hilft dir. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du deine Fehler korrigierst. Deshalb solltest du immer ein Audio aufnehmen. Das geht ganz einfach mit dem Handy. Nachher kannst du dir dieses Audio anhören. Idealerweise solltest du es vielleicht deinem Deutschlehrer oder deiner Deutschlehrerin zeigen oder vielleicht einem Freund oder einer Freundin, die gut Deutsch spricht und die dir dabei helfen kann, die Fehler zu finden. Aber auch wenn man keine Möglichkeit hat, seine Sprachaufnahme einer anderen Person zu zeigen, dann ist es trotzdem sehr hilfreich, wenn man sich seine eigene Stimme nochmal anhört. Dann fallen einem doch noch die Fehler auf. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Also, du nimmst parallel das Audio auf und nachher
hörst du dir dieses Audio an. Versprochen? Und so geht diese Übung. Du nimmst kleine Zettelchen und schreibst Nomen drauf. Welche Nomen? Das spielt keine Rolle. Du kannst auch ganz spontan das Wörterbuch aufmachen und Wörter rausschreiben, die du siehst. Das habe ich vorhin gemacht. Und ich habe 5 Wörter aufgeschrieben. Die zeige ich dir nachher. Ich werde nach und nach die Wörter ziehen und zu diesem Thema sprechen. Du solltest mindestens 20 bis 30 Sekunden sprechen. Bitte jetzt nicht nach 10 Sekunden aufhören und ein neues Wort nehmen. Versuche bitte auch, die Wörter miteinander zu verbinden, damit es eine Geschichte ist. Und ja, du kannst gerne lustige Wörter nehmen, dann macht es noch mehr Spaß. Deine Geschichte kann selbstverständlich frei erfunden sein. Sei kreativ! Also, ich fange am besten an und zeige dir, wie diese Übung geht. Spielplatz. Heutzutage gibt es tolle Spielplätze, nicht wahr? Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann habe ich nur Holzrutschen vor Augen, die du eigentlich nicht runterrutschen konntest, ohne dich dabei zu verletzen. Aua. Und in Deutschland gibt es sogar Wasserspielplätze, so wie einer vor meiner Haustür. Hätte es diesen Spielplatz in meiner Kindheit gegeben, dann hätten meine Eltern jeden Abend deutlich länger auf mich warten müssen. Das sage ich dir. Baugenehmigung. Es wird sogar gemunkelt, dass dieser Wasserspielplatz ohne eine Baugenehmigung errichtet wurde. Wie geht denn sowas? In Deutschland braucht man gefühlt für alles eine Genehmigung. Auch wenn du Eigentümer bist, darfst du nicht nach Lust und Laune etwas an deinem Haus verändern, ohne dir vorher eine Genehmigung einzuholen. Wenn das nicht typisch deutsch ist, dann weiß ich auch nicht. Armbanduhr. Zum Glück braucht man aber keine Genehmigung für eine Armbanduhr. Das wäre ja was. Letztens habe ich mir eine Smartwatch gekauft, so nennt man elektronische Armbanduhren, aber der Akku geht so schnell leer, dass ich sie einfach als Schmuck trage. So wie jetzt. Gestern wurde ich auf der Straße nach der Uhrzeit gefragt, aber der Akku ist schon wieder leer gegangen. Das war vielleicht peinlich. Aber zum Glück habe ich immer mein Handy dabei. Das ist mein treuer Begleiter. Rückengymnastik. Es gibt seit einem Monat noch einen anderen treuen Begleiter und es sind Rückenschmerzen. Ja, man wird nicht jünger. Deshalb habe ich mich für einen neuen Kurs angemeldet, nämlich Rückengymnastik für Anfänger. Das ist doch genau etwas für mich. Heute war ich zum ersten Mal dabei. Die ganzen Omis im Kurs waren sogar fitter als ich. Da müsste ich beim nächsten Mal ordentlich Gas geben. Beschwerde. Aber weißt du was? Wenn mir der Kurs nicht hilft, dann kann ich eine Beschwerde einlegen. Man beschwert sich doch wegen jeder Kleinigkeit in Deutschland. Eine ehemalige Nachbarin von mir hat sich mal darüber beschwert, dass wir zu laut die Kühlschranktür aufmachen würden. Ich war sogar kurz davor, den Kühlschrank komplett abzuschalten und die Lebensmittel nicht mehr zu kühlen. Aber zum Glück habe ich das nicht gemacht. Da fragt man sich einfach, ob sich jemand wirklich beschweren möchte oder ob man vielleicht einfach nur Langeweile hat. Ich denke, wir sind fertig. Mir hat's Spaß gemacht. Da bin ich sogar ins Schwitzen gekommen. Und natürlich habe ich alles als Audio aufgenommen, das ich mir gleich anhören werde und eventuell meine Fehler korrigieren werde. Ja, niemand ist perfekt. Mach bitte diese Übung heute noch. Du brauchst nicht viel Zeit, um diese Übung zu machen und du brauchst auch gar kein Geld. Aber sie ist so effektiv und macht auch Spaß. Du kannst auch gern mehr Wörter nehmen, aber gerade am Anfang solltest du dich nicht überfordern. Nimm 5 Wörter und führe diese Übung aus, aber richtig. Und sag mir bitte, wie es dir gefallen hat. Ich möchte auch deine Meinung dazu hören. Und wenn dir doch jemand hilft, wenn du doch Freunde
Freunde hast, die sogar mitspielen möchten, dann könnt ihr gern ein Gruppenspiel machen. Diese Übung eignet sich auch super für deinen Deutschkurs. Alle Kursteilnehmer sollen Nomen auf Zettel schreiben. Diese werden dann in eine Box gelegt, vermischt und jeder zieht sich einen Zettel und spricht über ein bestimmtes Thema, so wie zum Beispiel die Baugenehmigung. Man könnte auch einen Schritt weiter gehen und Kärtchen mit Handlungsanweisungen vorbereiten. Was meine ich damit genau? Man könnte zum Beispiel sowas auf die Kärtchen schreiben. Schenke dir ein Glas Wasser ein oder öffne oder schließe das Fenster. Unterschreibe das Blatt Papier. Es muss nichts Schwieriges sein, aber du solltest diese Handlung ausführen, während du sprichst. Jede Tätigkeit, sogar eine ganz kleine, würde dich von deinem Denkprozess ablenken. Aber gerade das solltest du trainieren. Wir sind eigentlich nie in einer perfekten Lernsituation. Das Leben ist stressig und du solltest lernen, dich auch in schwierigen, stressigen Situationen unter Kontrolle zu halten und trotzdem deine Meinung zum Thema zu sagen. Es sieht zum Beispiel so aus, wenn du das Kärtchen mit einem Wort ziehst und danach ein Kärtchen mit einer Handlungsanweisung, dann sprichst du weiterhin über dieses Thema und machst parallel das, was auf dem zweiten Zettel steht, bis du einen neuen Zettel ziehst. Das wird ein Riesenspaß. Mach das unbedingt. Ach ja, und es würde mich interessieren, welche Nomen du für deine Geschichte ausgesucht hast. Wenn du mit Freunden übst, dann ist es noch spannender. Dann suchst du die Nomen nicht selbst aus. Deine Freunde machen das für dich. Und dann weißt du gar nicht, was auf diesem Zettel steht. Ich warte also auf deinen Kommentar. Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und geholfen hat. Es war mal etwas anderes. Und wenn du wissen möchtest, wie dein aktuelles Sprachniveau ist, dann mache am besten meinen kostenlosen Einstufungstest. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und schreib am besten dein Ergebnis in die Kommentare. Na dann, ran ans Üben und ich freue mich sehr drauf, deine Meinung zu hören. Und wenn ich dir sonst noch irgendwie helfen kann, wenn du dir ein bestimmtes Video hier auf meinem Kanal wünschst, dann schreib mir bitte und ich versuche dir zu helfen, so wie immer. Also, mach's gut, pass auf dich auf und viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mal wirklich zur Rückengymnastik.